So, und jetzt freuen wir uns sehr über den Besuch von Manuela Schwesig. Ich werde mit Ihnen nicht mehr über SPD-Umfragewerte sprechen, sondern über Sie persönlich, über Sie als Menschen. Ich werde Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich habe mich mit Ihrer Biografie beschäftigt, und zwar bevor Sie Politikerin geworden sind. Und würde gerne als erstes von Ihnen wissen, Sie wollten eigentlich Erzieherin werden, warum das nicht geklappt hat oder ob Sie vielleicht in Ihrem Job als Ministerpräsidentin jetzt große Parallelen sehen. Ich kann sogar noch eins davor gehen. Das ist mir gerade eingefallen, als Jasmin berichtet hat, dass sie ja von Grease und Fame so begeistert war. Fame war ich auch total begeistert, und ich habe als ganz junges Mädchen getanzt und wollte eigentlich gerne Balletttänzerin werden, bin aber gnadenlos durch die Aufnahmeprüfung gefallen, damals von der Berliner Ballettschule in der ehemaligen DDR. Und ja, dann habe ich trotzdem weiter getanzt. Ich machte schlecht, und singen probiere ich schon gar nicht. Ich bin froh, dass das Jasmin macht, und sie ist vielleicht froh, dass ich das andere mache. Und ja, wollte dann später Erzieherin werden. Und mir ist es eigentlich so gegangen wie fast allen in Ostdeutschland, dass heute kaum einer etwas macht, was er damals mal werden wollte. Mhm. Ich wollte Erzieherin werden, das war dann 1990, und auf einmal, ja, ging die Mauer auf, die Wände kamen, und mein Ausbildungsplatz gab es so gar nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich erstmal Abi. Und dann hat irgendjemand bei der Berufsagentur gesagt, Sie sind gut in Mathe, gehen Sie mal zum Finanzamt. Und am Ende bin ich sogar in der Steuerfahndung gelandet. Also an diesem Beispiel kann man sehen, ja, was die Wende so mit einem macht. Und ich bin die Einzige, die, glaube ich, in Deutschland wirklich was von der Steuerfahndung hat. Denn ich habe, so wäre ich jetzt mal, wäre meine Meinung, den besten deutschen Mann. Aber du hast deinen. Und zwar, der wollte Lehrer werden, ist auch in der DDR groß geworden. Und dann klappte das auch nicht mehr mit der Ausbildung, ist auch beim Finanzamt gelandet. Und irgendwann haben wir uns zusammengetroffen beim Lehrgang für Steuerfahnder. Und dann habe ich mich in meinen Mann verliebt. Ja, bin nach Schwerin gezogen. Dass da so viel Platz für Romantik ist bei der Steuerfahndung, hätte ich nie gedacht. Den musste man sich auch hart erkämpfen. Wer macht bei Ihnen jetzt die Steuererklärung? Mein Mann zum Glück. Mittlerweile muss ich wirklich sagen, als ich dann nach Schwerin kam, bin ich ja ehrenamtlich in der Kommunalpolitik gelandet. Mir ging es dann eigentlich darum, dass ich wieder was in meiner Heimatstadt tue, was Soziales, und bin dann eben darüber in die Politik gekommen. Und heute kann ich jeden verstehen, der ehrlich gesagt Steuererklärung nervig findet, und ich bin immer total froh, dass das mein Mann mittlerweile macht. Mhm, okay, man könnte ja was ändern, ne, an der Kompliziertheit von Steuererklärungen. Das stimmt, ich gehöre aber zu den wenigen, die wirklich der Meinung sind, dass man es vereinfachen muss, weil alle anderen, und die haben da wahrscheinlich recht in der Politik, sagen, ja, wenn du es einfach machst, dann musst du bestimmte Dinge und Ausnahmen streichen, und das gibt Riesenärger, und deswegen tun sich da alle schwer. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte diesen Mut haben, Steuerrecht einfacher zu machen. Dann wäre es nämlich auch gerechter. Weil wenn die Leute nur noch eine Steuererklärung machen können, wenn sie sich einen Steuerberater leisten können, dann ist es für viele, empfinden es viele nicht gerecht. Oder man heiratet den dann gleich, ne? Den, der es macht, wie sie es gemacht haben. Das ist sehr schlau gewesen. Das ist aber ehrlich gesagt nicht der Grund. Sie haben nach dieser Zeit beim Dieter Nuhr sagt gerade, den Steuerfahnder muss man heiraten, nicht den, der was versteuert. Sie war doch selber Steuerfahnderin. Das ist ja eine total geile Idee. Wobei, Sie haben ja Ihre Ausbildung nach dem Fall der Mauer gemacht und so, aber gab es in der DDR auch Steuerfahnder? Nee, in der DDR gab es überhaupt nicht dieses Steuerrecht, und deswegen war es wirklich notwendig mit der Wende, dass auf einmal ganz viele diese Steuerrechtsausbildung gemacht haben. Und ich hatte dann wirklich Glück, dass wir gleich, ich weiß, dass alle anderen jetzt Steuerfahndung nicht gut finden, und es ist auch nicht gut, wenn die vor der Tür stehen, aber im Bereich von Finanzverwaltung ist es eigentlich ein spannender Bereich, in Betriebe zu prüfen oder bei der Steuerfahndung zu sein und jetzt nicht jeden Tag nicht, die Erklärung zu machen. Ich wollte das nicht in Zweifel ziehen. Nee, und ich wollte sagen, und wir hatten Glück, diejenigen, die eben früh die Ausbildung gemacht haben nach der Wende, weil die ganzen Stellen nicht wie im Westen besetzt waren durch ältere Männer, hatten wir Glück, dass wir da eben früh reinkamen in die Steuerfahndung. Also. Und so war das dann. Jedenfalls bin ich dann ja nach Schwerin gezogen, weil mein Mann Urschweriner war. Und ja, habe ihn und seine Heimatstadt kennen und lieben gelernt. Ja, und bin dann über das Ehrenamt, weil ich früher schon in
Verein für Kinder engagiert war, deutsch-polnische Ferienlager gemacht habe, alles irgendwie, was mit Soziales und Kindern zu tun hatte, bin ich dann in der ehrenamtlichen Kommunalpolitik gelandet. Und darüber dann in die Politik gegangen. Genau, wir wollen jetzt die ganzen Stationen nicht aufzählen, weil das kann man alles nachlesen auf Wikipedia. Ich will viel lieber mit Ihnen über die letzten Monate sprechen, über das vergangene Jahr, weil das so ein turbulentes für Sie war. Politisch, jetzt gerade wegen Corona, wegen der Pandemie, die Sie zu meistern haben als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, aber eben auch privat, weil Sie eine Brustkrebsbehandlung erfolgreich gerade abgeschlossen haben. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen geht? Also mir geht es gut. Klar, ich bin total froh und dankbar, dass ich die letzten 8 Monate Therapie gut überstanden habe. Und ich war von Anfang an zuversichtlich, dass ich es schaffen kann. Viele haben mir Mut gemacht. Dafür bin ich unendlich dankbar. Aber natürlich gibt es dafür keine Garantie. Und dass ich jetzt sagen kann, ich habe es geschafft und ich bin wieder gesund, ja, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Wie haben Sie das gefeiert? Oder haben Sie gefeiert? Es ist ganz komisch. Man denkt eigentlich, wenn dieser Tag ist, wo es heißt, du hast es überstanden und jetzt ist erstmal wieder alles gut, dass man dann, weiß ich nicht, an die Decke springt, jubelt oder eine große Party macht. A, wäre das eh nicht möglich gewesen wie Corona, aber es war ganz anders. Ich war noch mal zur Abschlussuntersuchung, das wusste meine Familie und dann kam ich nach Hause. Es war auch schon ein schöner, warmer Tag und dann saßen wir einfach nur im Garten und haben zusammen Abendbrot gegessen und es war so eine stille, friedliche Stimmung. Und ja, wir waren einfach, mein Mann, meine Kinder, wir waren total froh. Was haben Ihre Kinder gesagt? Also hat die 4-Jährige verstanden, dass sie jetzt gesund sind? Ja. Ja. Also das war ja von Anfang an die Frage, wie sagt man das eigentlich den Kindern? Das hat mich auch ja wirklich am Anfang auch schlaflose Nächte gekostet. Was sage ich da eigentlich? Und mein Sohn ist 13 und mit dem haben wir sehr offen gesprochen. Und von Anfang an habe ich aber den Satz, Mama hat Krebs, verbunden mit, aber ich werde wieder gesund. Ich habe diese Zuversicht von Anfang an wirklich auch für mich gehabt und konnte sie damit ausstrahlen. Und damit hatte mein Sohn, ja, glaube ich, so eine Sicherheit. Und ich bin sehr positiv überrascht und kann es wirklich nur allen Betroffenen sagen, die Kinder gehen damit viel stärker um, als man es selber so denkt. Und meiner Tochter habe ich das natürlich viel einfacher erklärt. Sie ist 4. Und da habe ich gesagt, ja, Mama hat jetzt Aua an der Brust und muss ab und zu zum Arzt oder auch mal ins Krankenhaus. Und ab und zu ist auch meine Hausärztin zu uns nach Hause gekommen. Und das fand sie ehrlich gesagt am spannendsten von der ganzen Geschichte und hat auch ihren kleinen Arztkoffer rausgeholt und ihr Plüschtier parallel zu mir versorgt. Und ich war eigentlich froh, dass ich nicht das Plüschtier bin, weil das hat wesentlich mehr Spritzen abgekriegt als ich. Und seitdem will sie unbedingt Ärztin werden. Ach, dann hatte das noch einen Einfluss vielleicht auf das Leben ihrer Tochter, diese Krankheit? Vielleicht eher wirklich, dass die Hausärztin so eine richtig tolle Frau war und das auch alles ganz, ganz toll mitbegleitet hat. Und wie gesagt, ich habe sie relativ einfach erklärt. Und als ich wusste, dass die Therapie geht jetzt dem Ende zu und ich gehe zur Abschlussuntersuchung und wir dann abends im Garten saßen, ja, dann habe ich gesagt, es ist wieder alles gut und Mama ist wieder gesund. Ja, und dann haben wir uns alle gedrückt und ja, irgendwie einfach nur im Garten gesessen. Und es war echt eine total schöne Stille. Ich versuche da wegzukommen, damit Sie nicht so angefasst sein müssen. Die Hausärztin, haben Sie gerade erzählt, war für Ihre Tochter irgendwie ein Vorbild in dieser Zeit. Wer war denn für Sie ein Vorbild in dieser Zeit? Wer hat Ihnen Mut gemacht, Optimismus gegeben, Stärke? Also für mich war wirklich mein Mann sehr wichtig, das ist klar. In so einer Krise merkt man erstmal, wie wichtig eine Partnerschaft ist. Ich habe aber unheimlich viel Mut auch bekommen von Tausenden von Zuschriften, Briefe, Herzkissen, Glücksteine sind mir manchmal bei Terminen in die Hand gedrückt worden. Einmal bin ich mittags schnell in die Stadt gegangen, in so eine Suppenbar und habe eine Suppe gegessen. Und dann hat mir die Verkäuferin so einen kleinen Stein in die Hand gedrückt und gesagt, Frau Schwesig, hier, wir denken an Sie. Den hatte ich dann immer in der Tasche. Also es gab unheimlich viel Zuspruch und ich will wirklich sagen, der hat mir total gut getan. Und das wünsche ich mir für viele, die auch betroffen sind, dass sie den Zuspruch kriegen, natürlich von Familie und Freunde. Und kann nur alle, die vielleicht damit auch konfrontiert sind, vielleicht bei einer Arbeitskollegin oder bei einer Freundin ermutigen, auf die anderen zuzugehen und wirklich diesen Zuspruch zu geben, weil der ist unglaublich wichtig. Muss ein Politiker erst krank werden, um diese Art von Liebe und Zuspruch zu erfahren?
den Candy Storm abzubekommen und nicht immer nur den Shitstorm? Also ich muss sagen, dass ich als vor der Erkrankung als Politikerin natürlich konfrontiert bin mit Zustimmung und Kritik. Mhm. Und ich habe ein bisschen die Erfahrung auch gemacht, die Dieter Nuhr vorhin gesagt hat, es wirkt manchmal im Netz krasser oder vielleicht auch bei den Demonstrationen krasser, als es in der ganzen Bevölkerung ist. Man sieht natürlich oft die Leute, die laut sind. Und wir sehen vor allem ist das der Medienscheinwerfer gerichtet auf die, die auch, weiß ich nicht, krawallig sind. Aber es gibt unheimlich viele Menschen, die jeden Tag positiv im Land sind und unterwegs sind. Und es gibt durchaus, erlebt man als Politiker auch für Dinge positiven Zuspruch. Aber dieser Zuspruch war natürlich eine ganz andere Form und hat mir schon gezeigt, dass unsere Gesellschaft, unser Land sehr, sehr menschlich ist. Und es geht einem ja auch so, dass wenn jemand anderes irgendwie hart betroffen ist, dass man da mitfühlt und dass alles andere gerade mal gar keine Rolle spielt. Mhm. Jetzt hatten Sie nicht nur die Krebserkrankung zu meistern und natürlich auch irgendwie die Familie da mitzunehmen. Wir haben es ja gerade auch gespürt, wie schwer Ihnen das auch gefallen ist, auch gerade das kleine Mädchen da mitzunehmen. Sondern Sie mussten auch noch mit der Corona-Pandemie irgendwie umgehen als Ministerpräsidentin. Jetzt ist man ja Risikopatient, ne? Als jemand, der mitten in der Krebstherapie steckt. Haben Sie da gezweifelt? Also nicht, ob Sie das schaffen von Ihrer Stärke, Sie sind eine starke Frau, das Amt jetzt noch trotz Krankheit durchzuführen, sondern vielleicht auch aus Selbstschutz, weil Sie haben ja auch zwei Kinder zu Hause, zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück, ich mache das nicht mehr mit den öffentlichen Auftritten, weil ich muss mich um mein Leben schützen. Mhm. Also ich wusste, dass ich ein Risiko eingehe, weil man als Krebspatient eben Risikopatient ist. Und zum Glück kam die Corona-Krise erst zum Schluss meiner Krebstherapie. Im letzten Drittel. Und Krebstherapie und Corona-Krisenmanagement, das ist keine gute Verbindung. Ja. Also das war schon eine harte Zeit. Und ich wusste auch, dass ich ein Risiko eingehe und habe darüber auch ernsthaft mit meiner Familie, in dem Fall mit meinem Mann, gesprochen. Aber ich hatte auch wirklich ein wahnsinniges Gefühl von Verantwortung. Ich weiß, was alles gesagt wird über Politik und so, aber von uns sind wirklich viele in diesem Job auch, weil sie diese Verantwortung spüren. Und ich habe ja auch so ein Eid auf mein Land geschworen und habe mir gesagt, ich kann ja jetzt nicht sagen, Ärzte, Schwestern, Pfleger, ihr müsst jetzt alle im Krankenhaus an der Front sein, die Verkäufer, alle, die unterwegs waren. Und die Ministerpräsidentin sagt, mir ist die Sache jetzt zu heiß. Und deswegen habe ich das dann abgewogen und mir so gesagt, da muss ich jetzt an Bord bleiben. Man sagt ja auch so, wenn so ein Schiff in Gefahr gerät, der Kapitän geht als letztes von Bord. Und das habe ich so für mich dann mir gesagt und mir irgendwie gesagt, also du hast es jetzt alles gut hingekriegt und das wird auch noch gut gehen. Und war dann aber froh, dass ich die Krebstherapie auch abgeschlossen habe und bin sehr froh, dass unser Land bisher auch, was die Gesundheit angeht, durch die Corona-Krise sehr gut gekommen ist. War das die ganze Zeit so, diese Zuversicht, oder hatten Sie zwischendurch Zweifel in diesen Monaten? Ich war, was die meine eigene Therapie angeht, wirklich von Anfang an sehr zuversichtlich. Aber natürlich, das ist wie ein Marathon. Mhm. Man hat da auch Phasen, wo man auch erschöpft ist oder auch mal nicht so gute Nachrichten kriegt vom Therapiefortschritt. Bei der Corona-Krise war es so, dass wir von Anfang an ja alle nicht wussten, wo geht die Reise hin oder wie wird es. Wir haben die schrecklichen Bilder aus Italien gesehen und für mich war immer der Maßstab, dass es möglich sein muss, dass wenn ein Mensch erkrankt, ihm die Therapie und Behandlung zusteht, die Medizin bietet. Und das war ja unser Ansinn bei der Corona-Krise, dass wir wirklich nicht in so eine Situation kommen, dass jemand, der an Corona erkrankt, nicht mehr beatmet werden kann. Weil kein Bett da ist. Und da hatten wir am Anfang große Sorgen, aber irgendwie hatte ich auch innerlich ja die Erfahrung gemacht, okay, da gibt es eine Bedrohung, wir brauchen einen Plan. Und dann müssen wir da sehr diszipliniert durchgehen. Und das hat ja bisher im Großen und Ganzen auch gut funktioniert. Welche Maßregelung ist Ihnen am schwersten gefallen? Zu Mecklenburg-Vorpommern gehören ja auch einige Inseln, ne, die komplett abgeriegelt waren. Mir fällt immer noch am schwersten, dass wir insbesondere die Zugänge in Krankenhäusern und in Pflegeheimen so eingeschränkt haben. Absolut. Ich weiß, dass es ganz viel anderes auch gibt mit Reisen und so. Aber ich sag's mal ganz klar, also ich weiß ja nun selber, wie es ist, wenn man im Krankenhaus ist und froh ist, wenn die Familie zu Besuch kommen darf. Wenn das nicht mehr möglich ist, wenn die Oma wochenlang alleine im Pflegeheim ist, das fand ich
war und wir haben es jetzt ein bisschen geöffnet, aber ist immer noch eine sehr harte Maßnahme. Ja. Und das ist mir unglaublich schwer gefallen. Aber es war eben auch so notwendig, weil da die größte Gefahr war. Mhm. Wir haben vorhin mit Yasmin Tabatabai über Frauen gesprochen. Und letztlich auch über Sexismus und Machismus irgendwie auch. Und ich würde Ihnen das war bei den Affen. Das war bitte? Das war bei den Orang-Utans. Nee, wir haben auch drüber gesprochen, dass Frauen benachteiligt werden. Also, es zieht sich so ein bisschen durch die Sendung. Ja. Wie ein roter Faden. Und deswegen würde ich diesen Faden gerne aufnehmen. Denn es gab eine Szene im Schweriner Landtag, die im Mai auch durch die Presse ging. Wir zeigen die nochmal. Die SPD-Abgeordnete Nadine Julitz ging zum Rednerpult mit einem, ja, sie hatte einfach nur ein Kleid an. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, aus aktuellem Anlass möchte ich kurz die Worte meines Kollegen Herrn Schneider wiederholen, der auf dem Weg nach vorne betonte, dass ein Kleid sehr knapp wäre. Ich lasse das mal so für sich stehen. Ja, Nadine Julitz hat dann im weiteren Verlauf noch mal den Unterschied zwischen Sexismus und Kompliment erklärt. Wie würden Sie diesen Unterschied erklären? Nein, sie hat wer war das, der das gesagt hat? Ein AfD-Abgeordneter. Ja. Ja, ich würde den so erklären, wie sie es auch erklärt hat. Es ist ja ein Parlament. Es ging um ein wichtiges Thema, die Situation von Kindern. Und Nadine Julitz, die eine frei und direkt gewählte Abgeordnete ist, sehr klug, sehr engagiert und auch gut aussieht, worauf sie dann oft reduziert wird, hat erlebt, dass es keine Rolle spielte, dass sie als Abgeordnete, die vom Thema Ahnung hat, die sich seit Jahren engagiert, die dafür von den Wählern direkt gewählt ist, was sie dazu zu sagen hat, sondern ein Spruch aus den AfD-Reihen war eben, na, ihr Kleid ist ja viel zu knapp. Und wir Frauen wissen, dass das kein Kompliment ist, sondern eine absolute sexistische Reduzierung darauf. Guck, es ist klar, in dem Moment blicken alle nur auf deinen Körper. Und was ich eigentlich schlimm finde, ist, nach dieser Szene sprach dieser Abgeordnete Nadine Julitz an und hat gesagt, ja, es war doch nur ein Kompliment. Und dann hat sie ihm genau das erklärt, dass es kein Kompliment ist, sondern in einer Arbeitssituation, sogar noch eine öffentliche, wird sie eigentlich auf ihren Körper reduziert und nicht darauf, worum es in dieser Debatte ging. Und dann war eigentlich das Schlimme, sie hat es ihm erklärt und dann gab es noch mal eine Landtagssitzung. Und da hat ein anderer Abgeordnete der AfD-Fraktion es noch mal aufgegriffen und gesagt, Frau Julitz, das war doch nur ein Kompliment. Und das ist das, was wir Frauen immer wieder erleben nach dem Motto, wenn sich dann mal einer traut zu sagen, so geht es nicht, Mädchen, hab dich doch nicht so. Und das geht nicht. Und ich wünsche mir doch für meine Tochter, entschuldige Manuel, ich wünsche mir wirklich für meine Tochter, wenn, nehmen wir mal an, sie schreibt irgendwann mal ein tolles Buch oder sie hat eine tolle Zeichnung, sie geht damit zu einem Chef und sie denkt, sie kann jetzt wirklich wegen ihrer Leistung was mit ihm sprechen und dann kommen Komplimente über ihren Körper oder über ihr Kleid. Sollen sich diese Abgeordneten mal überlegen, wie sie sich fühlen würden, wenn jemand so mit ihrer Tochter redet? Ja. Das Kompliment Küstenbarbie wurde Ihnen ja auch schon mal entgegengestreckt. Ne? Und das Dekolleté von Angela Merkel ging durch die Presse, die Beine von anderen Abgeordneten. Was glauben Sie, wann werden wir das überwunden haben? Erleben wir das noch? Also wir drei Frauen hier oder wir alle in der Runde? Ich glaube schon. Ja? Ich glaube, es tut sich was, ja. Also ich glaube, dass es schon immer ein Problem ist und es noch weiter geben wird. Es wäre schön, wenn es zumindest unsere Töchter nicht mehr erleben. Ja. Und das ist das Ziel. Es ist aber schon ein Problem. Also es ist ja ein Beispiel. Wir wissen es aus MeToo, wir wissen es von Frauen, dass es immer wieder Sexismus bis hin auch zu Benutzen von Frauen gibt. Und was Yasmin vorhin angesprochen hat, und ich finde es toll, sie ist eigentlich eine erfolgreiche Schauspielerin. Es gibt viele Frauen, die sich dann hinstellen und sagen, ja, ich habe es geschafft, weil ich es eben durch meine Leistung geschafft habe und vergessen, wie es anderen geht. Und Yasmin macht es deutlich und ich sag mal, ich würde es mal hier ganz klar auf den Punkt bringen. Gerade der Kulturbereich, Satire, Theater, Schauspiel. Ach, ist Fernsehen, auch Quizshows, ne, die gerade, von Männern moderiert gerade werden. Gerade dieser Bereich ist doch eigentlich sonst der Bereich, der in die Wunde geht
gesellschaftliche Missstände anspricht. Und deswegen brauchen wir auch diesen Kulturbereich. Ja? Also der ist ja eigentlich sonst der Bereich, der wirklich sagt, was in unserer Gesellschaft auch nicht in Ordnung ist und dabei auch mal zu Recht überzieht und zu Recht das richtig stark macht. Und ausgerechnet dieser Bereich, das muss man ganz ehrlich sagen, hat ganz, ganz schwer eine Schieflage, wenn es um die Frage Gleichberechtigung Frauen und Männer geht. Und es wurde ja vorhin gefragt, warum ist das so? Das liegt in der Struktur und das liegt daran, dass natürlich, ob du eine Rolle kriegst im Schauspiel beim Theater, ob du eine Rolle im Fernsehen kriegst, davon abhängt, ob der oder die Chefin, in der Regel ist es ein Chef, Ja dazu sagt. Mhm. Es ist noch weniger objektiv als andere Bereiche und deswegen würde ich mir wünschen, dass gerade der Bereich, der Kultur- und Kunstbereich, der für sich in Anspruch nimmt, völlig zu Recht, gesellschaftskritisch zu sein, mit dieser großen Ungerechtigkeit aufräumt. Ich finde es toll, dass heute Abend mehr Frauen hier sitzen als Männer, das darf ich auch mal sagen. Das nicht ist so oft der Fall. Und wir sehen es als großes Kompliment, ich glaube, ich darf das sagen, dass Sie heute Abend bei uns sind. Danke für dieses sehr persönliche und engagierte Gespräch, Manuela Schwesig. Danke.